Ja, hallo, herzlich willkommen. Ach, heute waren so schöne Dinge im Adventskalender, ne? Das glaubt ihr ja gar nicht. Ich wette, jeden von euch sagt der Begriff. Es ist kein Begriff, aber ich wette, jeden von euch sagt Harry Potter was, ne? Ich glaube, jeder von euch kennt Harry Potter. Wer kein Harry Potter kennt, keine Ahnung, ist irgendwie... Keine Ahnung, seid irgendwie... Dann habt ihr irgendwas verpasst, Alter. Jeder sollte Harry Potter meiner Meinung nach kennen. Bei mir war es übelst krass, als ich... sehr klein war, ich weiß nicht genau. War ich schon in der Grundschule, als ich angefangen habe, Harry Potter anzuschauen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich war sehr klein und ich habe Harry Potter geschaut, erstmal stimmt. Die Bücher habe ich erst später gelesen. Ich habe auf jeden Fall erstmal nur die... Nicht low grounden, mein Freund. Jawohl. Ich war so in der dritten Klasse ungefähr, kann ich mir gut vorstellen. Okay, der ist durch seine Existenz hier gestorben. Auf jeden Fall war ich sehr klein und ich habe Harry Potter geschaut. Und bei mir war es so, ich habe halt ernsthaft mich so in diese Harry Potter Geschichte reingelebt, dass ich ernsthaft gedacht habe, beziehungsweise ich habe so fest daran gehofft, dass wenn ich glaube, wenn man 13 wird, dass ich dachte so fest daran, wenn ich 13 werde. Da ist sie ziemlich am Arsch. Scheiße, jetzt bin ich aber am Arsch. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe mich halt so reingelebt in die Situation, dass ich fest daran gehofft habe, dass ich, wenn ich 13 werde, oder wann auch mal Harry Potter abgeholt wurde von dem Hagrid oder wie auch immer der Typ da heißt. Ich habe fest daran gehofft, dass Hagrid kommt und mich dann abholt und ich dann auch so ein Zauberer werde. Ich wollte so gerne auf die Hogwarts gehen. Ich wollte nicht mehr auf die normale Schule gehen. Scheiß auf die normale Schule, Alter. Das war schon damals langweilig. Nicht nur heute. Das war schon immer langweilig. Es ist Schule, Mann. Wer geht freiwillig zur Schule? Aber, ganz ehrlich, zu Hogwarts wäre ich gerne gegangen. Und ja, danach wurde ich nicht abgeholt. Und als ich 14 wurde oder so. Naja. Ja, es ist der locker nicht... Es ist mit 9 oder 10 locker. Hä? Es ist locker nicht mit erst mit 13. Nein, es ist mit 8 oder so, oder mit 9 Jahren, ja. Als ich 9 war, habe ich die ganze Zeit fest daran gehofft, dass ich von Hagrid abgeholt werde und auf die Hogwarts kann. Das war aber leider nicht der Fall, habe ich dann auch später bemerkt. Und ja, dann musste ich leider mich damit zufrieden geben, dass ich so ein stinknormales Scheißleben wie jeder andere leben muss. Aber dafür gibt es ja heutzutage YouTube. Das kannte ich noch damals nicht. Ich will diese Kiste öffnen. Danke. Man kann sie ertragen. Es ist scheiße, aber man kann sie ertragen. Es schlimm ist es schon, aber durch YouTube geht es schon einigermaßen. Naja, bei uns war halt auch so der Fall, dass irgendwie jeder Harry Potter kannte. Ich glaube, jeder kennt einfach Harry Potter. Weil, keine Ahnung, das war damals so... Okay, ich bin down. So in den Trend, dass einfach jeder über Harry Potter gelabert hat. Und ja, dann irgendwann habe ich auch die Bücher gelesen und mittlerweile lese ich keine Bücher mehr, aber damals, als ich die Bücher gelesen habe, habe ich in der Tat Harry Potter durchgelesen komplett. Das war cool. Harry Potter zu lesen war cool irgendwie, keine Ahnung. Ich habe es gefeiert. Oh, jetzt bist du gearscht, mein Freundchen. Als ob der ein Eisenschwert hatte. Oh, jetzt bin ich aber gearscht. LOL! Der logische Kai! Ich habe halt mir auch immer irgendwie vorgestellt, also als ich noch nicht den Glauben daran verloren habe, dass ich abgeholt werde und ich ein Zauberer werde, habe ich halt immer mit den Gedanken gespielt, dass ich zaubern kann. Und wahrscheinlich habe ich meine ganze Familie damit abgefuckt, aber ja, ich habe halt mir immer vorgestellt, dass ich zaubern kann und keine Ahnung. Habt ihr das nicht gemacht, dann weiß ich nicht. Dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich, dass ich behindert bin. Das bin ich aber gar nicht. Das war ganz normal. Also ja, man kann schon sagen, ich war schon absoluter Fan von Harry Potter und von den ganzen Filmen. Auch von den Büchern. Damals habe ich gerne gelesen. Heutzutage, wie gesagt, nicht mehr. Aber ich war schon cool. Und keine Ahnung, was ich halt nicht so miterlebt habe, was die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, weil für euch war das wahrscheinlich irgendwie total unvorstellbar, dass ich irgendwie total aus diesem Star Wars Hype, keine Ahnung, da war ich einfach nicht mit dabei. Ich war bei diesem Star Wars Hype einfach nicht dabei. Ich habe Star Wars, muss ich selber sagen, nie wirklich angeschaut. Komplett.
Ich habe Teile davon gesehen, aber ich muss sagen, leider hat es mich einfach nie interessiert. Und das ist auch der Grund, warum ich so das Ganze verpasst habe, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ich meine, ich habe halt den Trailer gesehen und selbst der Trailer hat mich nicht angesprochen. Und diese ganze Space-Shit und Science-Fiction und keine Ahnung, ich habe schon ähnliche Filme angeschaut und es hat mich halt einfach nie angesprochen. Mich hat es einfach nie interessiert und das ist auch der Grund, warum ich es dann letztendlich auch nie angeschaut habe, weil mich das einfach nicht interessiert hat und ich ja auf sowas einfach nicht stehe und keine Ahnung. Lieber habe ich da mit meiner Schwester Barbie geguckt. Und nein, ich bin nicht gay. Nur weil ich Barbie geguckt habe mit meiner Schwester. Keine Ahnung. Leute, wer hat von euch kein Barbie geguckt, als er klein war? Also, vielleicht klingt es echt ein bisschen gay, aber ich habe Barbie geguckt. Ich mochte Barbie. Hey Potter. So eine Sache, da bin ich ziemlich sicher, dass jeder das gesehen hat. Star Wars, ziemlich viele. Ich gehöre leider einfach nicht dazu, weil es mich einfach nie interessiert hat. Barbie kann ich verstehen, wenn ihr es nicht geguckt habt. Damals auch gerne Barbie geschaut. Weil ich, keine Ahnung. Ich glaube, das ist deswegen, weil ich eine Schwester hatte. Und keine Ahnung, da habe ich mit ihr Barbie geschaut. Ich habe Barbie nie alleine geschaut, muss ich auch sagen. Ist auch so eine andere Sache, keine Ahnung. Bei uns in der Familie war es immer ein bisschen umgedreht, so um 180 Grad. Keine Ahnung, meine Schwester hat da gerne mit Autos gespielt. Also mit kleinen Spielautos, die man so rumgefahren hat. Ich habe getrunken, Mann. Fanta schmeckt gut. Ja, kämpf bitte. Ich habe gerade getrunken. Da wurde ich erkannt. Was macht der? Der lässt sich töten, Alter. Auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Harry Potter gerne geguckt habt, ob ihr Star Wars geguckt habt und ob ihr vielleicht eventuell auch Barbie geguckt habt und ob ich der Einzige bin, der einzige Junge, der Barbie geguckt hat. Aber ich denke, die weiblichen Zuschauer von mir, hoffentlich gibt es welche, dann könnt ihr mal eure Nummer natürlich in die Kommentare schreiben. Nur Spaß. Aber ich denke, ihr habt eher dann Star Wars eben nicht angeschaut. Harry Potter schon, denke ich. Ich glaube, ihr habt hier Star Wars nicht angeschaut und dafür Barbie geguckt. Aber wie gesagt, könnt einfach mal in die Kommentare schreiben und vielleicht noch dazu schreiben, ob ihr Männchen oder ein Weibchen seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was ich heute noch ansprechen wollte, ist mein Traum. Ich habe endlich mal wieder. Oh, das war nice, abgestoppt. Ich habe endlich mal wieder, nach langer Zeit, einen Traum gehabt. Also, ich träume wahrscheinlich öfters, aber ich erinnere mich halt nie an meine Träume. Und ich muss sagen, mein Traum war schon ziemlich seltsam. Ich habe geträumt, dass ich mit meiner Mutter U-Bahn gefahren bin. Aber nicht hier in München, sondern es sah irgendwie total anders aus, als würde ich irgendwie in einer fremden Stadt, keine Ahnung, als würde ich in so einer Fantasyland oder so U-Bahn fahren. Auf jeden Fall hat sich es hat mega komisch ausgeschaut. Die ganze U-Bahn und die Bahnhöfe, auf jeden Fall war es mega komisch. So. Und ich habe geträumt, dass wir halt eingestiegen sind und wir saßen halt so ziemlich alleine in der U-Bahn. Und gegenüber uns saß ein Schwarzer. Also jetzt nur racist oder so. Ich habe es so geträumt. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt kein Rassist oder so. Ich will selber Ausländer. Es würde gar kein Dings Sinn machen, dass ich jetzt irgendwie Rassist werde. Weil dann müsste ich ja mich selber auch hassen, weil ich ja auch Ausländer bin. Ich habe geträumt, dass der Schwarze zu mir und zu meiner Mutter gekommen ist. Also ja, meine Mutter hatte halt, ihr müsst wissen, in meinem Traum hatte meine Mutter ihr Geldbeutel in der Hand, weil sie ja gerade die U-Bahn-Ticket bezahlt hat. Nein, wir fahren nicht schwarz, auch nicht in Träumen. Es ist ganz, ganz falsch. Meine Mutter hat auf jeden Fall ihr Geldbeutel in der Hand und der Schwarze sitzt neben uns, über uns, gegenüber uns. Ich denke mir nichts Böses. Der Schwarze steht dann auf und kommt zu uns rüber, aber so richtig langsam, richtig gechillt. Oh, Hund. Okay. Wuff. Wuff, wuff. Und er fragt in einem richtig schlechten Englisch, wo man aussteigen muss, um irgendwo hinzukommen. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so stark daran. Auf jeden Fall hat er gefragt, wo er aussteigen muss. Ja, ich habe ihm auf jeden Fall versucht, den Weg zu erklären. Also während ich auf jeden Fall versucht habe, dem Schwarzen zu erklären, wo er aussteigen muss, hat er auf jeden Fall ganz schnell das Geldbeutel von meiner Mutter aus der Hand gerissen. Dann hat er so einen komischen Schalter mit einem roten Knopf aus seiner Tasche gezogen
ist mit dem aus dem fahrenden U-Bahn aus dem Fenster gesprungen. Keine Ahnung, wie das geht. Es ist ein Traum, Leute. Er ist auf jeden Fall aus dem Fenster gesprungen. Während er gesprungen ist, hat er auf den roten Knopf gedrückt. Die U-Bahn hat auf jeden Fall sich richtig schnell plötzlich beschleunigt und ist dann gegen so eine Wand geknallt. Alles ist explodiert und meine Mutter und ich sind gestorben. Das war's so ziemlich mit meinem Traum. Ich weiß nicht, ob ich selbst seine Träume habe. Ihr könnt ja mal euren letzten Traum, an den ihr euch erinnert, mal in die Comments schreiben. Und ansonsten, ciao halt. Hier sind Illuminaten, dir Nachricht gebracht. Etwas absichtlich nicht zu machen, heißt es nicht, es vergessen zu haben.